Ein schockierender Vergewaltigungsfall wurde am Dienstag vor dem Wiener Landesgericht verhandelt. Der 24-jährige Tunesier, der eine junge Frau in Wien am 18. März 2023 verfolgt und vergewaltigt hatte, wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die 26-jährige Frau hatte in der besagten Nacht mit Freunden in der Diskothek U4 gefeiert und wollte früh morgens mit der U-Bahn nach Hause fahren. Der Tunesier hatte das Lokal zur gleichen Zeit verlassen und sprach die junge Frau an. Es kam zu Annäherungsversuchen, doch die Frau sagte nein. Der Mann gab nicht auf und die Situation eskalierte. Nachdem sie die U-Bahn verlassen hatte, wurde die Frau plötzlich vom Täter abgefangen, der sie zu Boden riss und sexuell missbrauchte. In seinem ersten Statement behauptete der Täter, dass alles einvernehmlich war. Nach dem Gespräch mit seinem Anwalt Manfred Abacher-Stöger legte er dann doch ein umfassendes Geständnis ab. DNA-Spuren untermauerten zudem die Aussage des Opfers, dass sich mit einem Betrag in der Höhe von 5000 Euro dem Verfahren anschloss. Die 26-Jährige sagte unter Ausschluss der Öffentlichkeit und in Abwesenheit des Angeklagten aus, der Tunesier ist bereits einmal aus Österreich abgeschoben worden, da er keine Aufenthaltsberechtigung hatte. Im Vorjahr kam er illegal ins Land zurück und hatte weder eine geregelte Beschäftigung noch eine offizielle Meldeadresse.